Aber ist es wirklich so? Aber ist es wirklich so? Hallo! Hallo und äußerst herzlich willkommen zu einem neuen S-Lab-Video. Ja, S-Lab und nicht mehr Schnittlabor. Das Thema des heutigen Videos: Mackie vs. Mackie. Und das aus gutem Grund. Ich möchte nämlich heute zwei Mikrofone miteinander vergleichen, die verschiedene nicht sein könnten, beziehungsweise auch nicht ähnliche. Kommen wir zuerst mal zu den Unterschieden. Und der wichtigste Unterschied gleich am Anfang. In dieses Video hier mit dem Schaumstoffpfropfen spricht man von vorn bzw. von oben hinein. In das andere Mikrofon, vor dem ich hier noch eine Art Popschutz angebracht habe, spricht man von der Seite bzw. von vorn. Wir sprechen in beide Mikrofone. Das EM99B ist ein reines XLR-Mikrofon. Das heißt, es gibt keinen Vorverstärker, es wird ein reines, klares Mikrofonsignal über ein XLR-Kabel hinausgegeben und ihr braucht also auch eine Soundkarte am anderen Ende, die ein XLR-Signal einspeisen kann in den Computer bzw. vorverstärken bzw. eine Karte, die ein analoges Signal, das hier aus dem Mikrofon kommt, erst in ein digitales Signal verwandelt, damit der Computer es verstehen kann. Auf der anderen Seite haben wir das Mackie Chromium, ein USB-Mikrofon, das noch etwas mehr auf dem Kasten hat als das EM99B. Und zwar ist hier im Mikrofon, klar, es ist ein USB-Mikrofon, eine Soundkarte verbaut, die das analoge Signal direkt in ein digitales verwandelt und dann an den Computer weitersendet. Aber das ist noch nicht alles. Schaut euch das mal an. Wir haben hier linksseitig einen Kopfhörerregler. Hier unten kann man wählen, was man über die Kopfhörer hören möchte. Also einen größeren Anteil des über USB zurückgesendeten Audiosignals vom Computer oder einen größeren Anteil des direkt über das Mikrofon rückgekoppelten Mikrofoneingangssignals. Hier rechts unten können wir die Lautstärke für ein von extern zuzusteuerndes AUX-Signal einstellen. Und ganz rechts außen haben wir noch den Lautstärkeregler für einen Instrument in. Der ist hier hinten an der Rundung versteckt. Und insofern haben wir eigentlich die Möglichkeit, gleichzeitig drei verschiedene Signalquellen, also ein Instrument, ein Stereosignal sowie die Stimme, in das Mikrofon einzuspielen und dann als eine Spur im Computer aufzunehmen. Die Vorteile dieses eigentlich sehr komplexen Audio-Interfaces habe ich jetzt schon in Kürze mal benannt. Eigentlich wäre dazu ein eigenes Video erforderlich, aber Vorsicht, denn ihr müsst wissen, das Signal, das dann letztendlich aus diesen drei Eingängen über USB an den Computer gesendet wird, da sind tatsächlich diese drei Signale zusammengemischt und landen dann im Computer in einer einzelnen Audiospur. Das hindert natürlich niemanden daran, dass man auch zum Beispiel nacheinander drei verschiedene Quellen in den Computer einspielen könnte. Aber eben wie gesagt, wenn man das gleichzeitig macht, dann ist es nur unter äußerst schwierigem Nachbearbeitungsaufwand möglich, da nochmal die Lautstärkenverhältnisse zu verändern. Das wäre Spezialsoftware, aber ich glaube, so viel Mühe würde man sich dann doch wieder nicht machen und auf andere technische Interfaces zurückgreifen von vornherein. Bei Live-Sessions, wo ja sowieso alles in einem Moment gleichzeitig geschieht und gestreamt wird, ist das Chromium jedoch ziemlich nah an der Perfektion. Ein weiterer Unterschied zum EM99B besteht darin, dass man hier seitlich bzw. vorn am Mikrofon über den hier verbauten Umschalter direkt vier verschiedene Richtcharakteristiken abrufen kann. Jetzt hört ihr gerade die Nierenrichtcharakteristik des Chromium. Jetzt hört ihr gerade die Kugelcharakteristik des Chromium. Jetzt hört ihr gerade die bidirektionale Richtcharakteristik des Chromium. Das bedeutet, von vorn sowie von hinten wird das Signal zu gleichen Teilen aufgenommen. Jetzt hört ihr gerade die Stereo-Richtfeld-Charakteristik des Chromium. Jetzt hört ihr wieder die Nierencharakteristik des Mackie Chromium. Wenn euch das im Detail interessiert, schaut euch bitte das Video hier rechts oben
in der Ecke dazu an. Im Unterschied dazu jetzt nochmal das EM99B, in dem permanent eine Nierencharakteristik als Richtcharakteristik verbaut ist. Man muss darum annehmen, dass die Niere des EM99B hochwertiger ist, zumal das Mikrofon auf den ganzen übrigen Schnickschnack des Mackie Chromium verzichtet. Aber ist es wirklich so? 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 Im Unterschied zum Chromium wurden beim EM99B wesentlich stabilere und schwerere Materialien verwendet. Ich würde sagen, es wirkt stabil wie ein Panzer, wenn man den Begriff Panzer angesichts des gegenwärtigen Zeitgeschehens nicht zum Unwort des Jahres krönen müsste. Aber eigentlich war das schon immer der Fall. Es gibt Entwicklungen, die es eigentlich nie gegeben haben dürfte. Wie man hier sieht, verfügt das EM99B über einen ausfahrbaren Stativstand. Dieser ist aber sogar schon in eingefahrenem Zustand wesentlich höher als der des Mackie Chromium, was je nach Kombination aus Schreibtischhöhe und den Damen und Herren Sprecherinnen und Sprechern jeweils Vor- und Nachteile bedeuten könnte. Obwohl das EM99B im Hintergrund steht, überragt es bei eingeschobenem Stativstand das Chromium erheblich. Darüber hinaus lässt sich das EM99B im Gegensatz zum Mackie Chromium auch an jedem handelsüblichen Mikrofonständer montieren und somit ganz vom Arbeitstisch befreien. Nun, das waren jetzt eine ganze Menge Unterschiede. Darum möchte ich hier noch ein paar Gemeinsamkeiten zusammenfassen. Beide Mikrofone verfügen über eine Nierenrichtcharakteristik. Beide Mikrofone fangen die Stimme mit äußerst hohem Rauschabstand in meines Erachtens nach hochwertiger Qualität ein. Beide Mikrofone stammen aus der Audioschmiede Mackie. An beiden Mikrofonen kommt das charakteristische schwarz-grüne Design der Firma Mackie zum Ausdruck. Welches der beiden Mikrofone ist aber nun für euren eigenen Kontext besser geeignet? Ich hoffe, ihr könnt euch diese Frage im Anschluss an alles, was bis hier in diesem Video gesagt wurde, nun selbst beantworten. Wenn nicht, fangt einfach nochmal von vorne an. Übrigens, ich habe beide Mikrofone von meinem eigenen Geld gekauft. In diesem Video kam lediglich meine eigene, vom Hersteller vollkommen unbeeinflusste Meinung zu diesen beiden Mikrofonen zum Ausdruck. Wenn ihr dennoch meinen Kanal unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr die unter meinem Video aufgeführten Affiliate-Links verwendet. Oder seid ihr vielleicht an einer Kanalmitgliedschaft interessiert? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Auch das Kommentare-Schreiben schiebt die Relevanz dieses Videos im Universum des YouTube-Algorithmus ein Stück weit nach vorn. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielleicht bis bald zu einem neuen S-Lab-Video. Dann sauber durch.